So, meine lieben Freunde, ich bin tatsächlich wieder aufgewacht, aber ich bin Gott sei Dank. Egal, wir finden auf jeden Fall was dagegen. Ich durchsuche schon gerade die ganzen Häuser. Wenigstens lebt der Dave noch. Alter, ich robbe hier gerade einfach nur wie blöd über die Straße. Ich kann zwar aufstehen, aber laufen kann ich nicht. Ich breche sofort zusammen, wie man jetzt sieht. Ich durchsuche hier gerade weiter. Wenn ich gerade ausgucke, sehe ich alles so verschoben, man sieht null. Wenn ich nach oben links gucke und nach oben. Oh, ein Zombie. Ich probiere mal die M4 aus. Ein Schuss und in den Körper und down. Junge, ich will nicht nachladen, ich will die scheiß Tür aufmachen. Hier ist natürlich auch kein Krankenhaus oder sonst was. Ja, das ist so ein kleines Minikaff, endlich ein beschissener Ort zum Sterben. Und hier ein Slot ist auch irgendwie gerade defekt, ich kann da irgendwie nichts da drauflegen. Ja, du wirst, das der Teil in der Tasche ist dann wohl kaputt. Der Damage, ja, höchstwahrscheinlich. Junge, der fragt die ganze Zeit, ob ich die scheiß Knarre nachladen will. Was ist ein Huan? Oh, ich esse das. Noch eben meine Quatsch. Egal, also ich habe jetzt übrigens die M4. Und wir machen das dann so, Dave bleibt immer hinter mir. Ich gehe überall zuerst rein. Ich esse jetzt noch irgendwie Crunchy Crisps hier. Scheiß auf die. Junge, ich will nicht nachladen. Ich will die scheiß Tür aufmachen. Scheiße, hier sehe ich auch nichts, oder? Was ist da was, Mann? Jetzt ess die doch. Ich komme jetzt wieder zu dir zurück. Dann überlegen wir, wie wir das weiter anstellen. Vielleicht müssen wir auch nur ein bisschen warten, dann geht's dir besser. Ah, ich gebe dir mal diese Infection Vials. Marit. Ich weiß zwar nicht, wo ich gerade bin. Ich kann dir gar nicht sagen, wo ich liege. Ich liege vor irgend so einem dicken Haus. Ja, ich komme wieder an den Ort zurück, an dem ich dich zurückgelassen habe, und dann sagst du mir von dort aus. Du müsstest mich dann ja auch sehen. Siehst du mich? Vor allen Dingen, ja. Oder? Vor was für einem Haus bist du? Ah, da bist du. Ich sehe alles mega verschwommen. So, jetzt zieh dir die M4 rein. Ja. Hammer ist die. Junge, jetzt gib mir die Tabletten und nerv nicht mit der M4. Ja, okay, warte. Hier. Ich schmeiß die dir gerade raus. Wir müssen da dann gleich ankommen. Okay, ich sehe mich hier noch weiter um. Vielleicht finde ich hier dann irgendeinem Supermarkt oder so noch Sachen. Ja. Und nimm du so lange dann die Infection Vials. Na los. Die werden zwar nicht gut sein, aber... Oh, noch ein Zombie. Hast du die Schüsse gehört? Ja. Der Zombie ist down. Ganz leise habe ich was gehört. Wie man sieht, ich habe auch kaum noch irgendwas hier. Meine, Knarre... Hammer, ja! Der hat nämlich einen Schalldämpfer an der Waffe. Deswegen hörst du diese leise. Die Waffe ist mega gut ausgestattet von dem Typen. Da sind die Infection Pills. Fuck, bin ich hier in einem Haus weit abseits. Nice, ich habe nur 3 Schüsse von der Magazin verbraucht. Also ein Schuss in den Zombie und der Zombie ist down. Ach Kind, wir schaffen das. Ich muss hier doch irgendwo was Krankenhausähnliches geben. Ist doch einerseits mega kacke, an so einem Ort zu sterben. Weil es hier einfach nicht so viele Tabletten etc. dagegen gibt. Warte doch, das ist der Supermarkt. Aber den haben wir schon ausgeräumt, ne? Keine Ahnung, aber wenn es so weitergeht, dann musst du mich erschießen. Nein, Junge, wir kriegen das hin. Das wird nicht klappen. Ich hätte diese Morphinspritze jetzt wahrscheinlich gebrauchen können. Die ist wahrscheinlich für Gegenbein. Fuck. Alter. Nee, es hat nichts gebracht. Scheiße. Wir kriegen das hin. Ich versuche mal aufzustehen. Wir kriegen das hin, nur... Das Dumme aus aufstehen kann ich, soweit ich gehen will, bricht der Penner wieder zusammen und legt sich auf den Boden.
Sobald ich gerade ausgucken will, sieht der alles mega verschwommen, dann sehe ich gar nichts mehr, nur noch Umrisse. Wenn ich nach links gucke, sehe ich immerhin, was da ist. Im Zweifelsfall laufe ich halt zurück in eine andere Stadt und hole da Tabletten aus dem Krankenhaus. Ach Junge, bis dahin kann ich auch selber sterben und wieder alles wiederfinden. Bis du das nächste Krankenhaus findest, das dauert 10 Jahre. Junge, ja, aber das Beschissene ist ja, dass wir uns dann erstmal wieder finden, dann bist du wieder ganz hinten. Ich bin ja, ganz und dann gebe ich dir die scheiß Karte und dann musst du eben selber dahin finden. Junge, die Straßen zurück werde ich schon noch finden, das ist kein Problem. Den Weg zurück habe ich noch im Köppes. Ja, das wird, naja, dann musst wird du entsprechend dauern. Dann musst du zurückkommen das einfach und wir treffen uns dann vielleicht am Airfield oder so. Am Airfield? Zum Beispiel, oder wir treffen uns da beim ersten Airfield, da meine ich. Am allerersten nach Tscherno, du weißt auch wo. Ja, ich weiß wo. Warte, aber noch geben wir ein bisschen die Hoffnung nicht auf. Was wir machen könnten ist, ich laufe irgendwie eine Zeit lang schon mal zurück. Und wenn es dir dann während ich zurücklaufe irgendwann besser geht, dann läufst du mir zu und ich laufe dann wieder zurück. Und dann treffen wir uns wieder und dann laufen wir gemeinsam zurück. Und wenn das nicht besser wird, dann... Ich kann jetzt immerhin schon 2 Schritte gehen, kommt mir so vor. Okay, vermutlich bessert sich das auch. Hast du irgendwas zu essen? Ich habe schon gerade ganz viel gegessen. Gut, viel Essen ist dann nämlich wichtig. Dann heilen die Sachen schneller. Tut mir echt leid, wenn das für euch jetzt langweilig ist, aber das gehört immer dazu. Junge, langweilig auch noch, als ob das hier langweilig ist. Ja und, aber ich hoffe ja nur beim Boden, das ist schwarz-weiß. Ja kommt, Kinder, das ist schon nachvollziehbar. Ja. Junge, ich will nicht nachladen, ich will das scheiß Tor hier aufmachen. Okay, also sobald man viel Munition hat, kann man auswählen, welches Munitionsteil man nehmen will. Und dann spackt er richtig rum, dann will er die ganze Zeit nachladen. Ich schau mich hier noch in dem Haus um. Ach, Kiddas, wir schaffen das schon. Wir kriegen das hin. Mama eben. Ja. Sorry, dass das jetzt noch ein bisschen langweilig für euch sein wird, ihr Leute, aber das ist nicht langweilig, das ist Nervenkitzel pur gerade. Oh. Es kann sein, dass wir was finden, es kann aber auch nicht sein, dass der Dave, liebe Dave, dann stirbt und ihr das alles dann nochmal von vorne ansehen müsst. Das kann alles sein. Ich weiß nicht mal, ob ich dann überhaupt aufnehmen würde. Warum? Ich glaube schon, das gehört einfach dazu. Ja, das ist halt Daisy. Ach Kind, jetzt sagt der Server. Ja, weil zum Beispiel Sarazan und so, die nehmen dann ja nicht, die warten dann immer, bis die wieder Sachen haben. Ich gehe immer 2 Schritte und rechts zusammen. Egal, wenigstens kannst du jetzt langsam schon 2 Schritte immer gehen. Es wird besser. Hauptsache, wir erschießen jetzt so die ganze Zeit Leute. Und wenn die uns erschießen, dann sind wir angepisst. Wie angepisst der Typ am Airfield gewesen sein muss. Der ist ja ganz tot gewesen. Ja. Der so, I'm friendly. Do not shoot, assholes. Boom! Oder wie der Typ, der gesagt hat, I have nothing. Ja, okay, aber das mit dem Do not shoot, asshole, hat der erste Sache, nachdem ich den einmal abgeschossen habe. Ja, klar. Ich schwör, Junge, der hatte voll die Heulstimme gehabt. Der war voller Verzweiflung. Ja, ist so. Der hat ja auch irgendwie, nachdem du ihn geschossen hast, konnte man noch seine Stimme hören. Wie der langsam abgekratzt ist. Ja, der fiel so ganz langsam auf den Boden. Junge, insgesamt wurden in diesem Let's Play schon 3 Leute getötet. Ja, und ich wurde auch... Ja, vier Leute. Da läuft jemand lang, bist du das? Das bin ich lauf hier gerade lang. Paar Junge.
Ich komme zu dir, wo bist du? Da bist du. Das hätte ich den zurückgerufen und hätte ihn abgeknallt. Ich sehe es, kannst immer ein bisschen laufen. Ja, wir kriegen das hin. Die Infection Vials hast du gegessen, ne? Ja. Ach, Kind. Wir schaffen das schon. Wir schaffen das. Ich verzweifle langsam. Ich glaube nicht, dass das was bringt. Vielleicht solltest du mich einfach töten. Nein. Doch. Nicht nochmal. Doch, nochmal. Nein, Junge, das geht nicht. Das kann ich nicht. Nicht, wenn wir so weit draußen sind. Nein. Für die Freiheit. Junge, ich hab noch... Ich will in den Himmel, los. Ich hab noch immer noch 78 Sniper-Schüsse. Töte mich. Im Inventar. Nein, das kann ich nicht. Doch, töte mich. Nein. Los. Ich werde dich nicht töten. Töte mich. Junge. Töte mich. Hör auf, in die Luft zu ballern. Du Geisteskranker. Töte mich oder... Töte mich oder ich töte dich. Leck mich. Nein, ich disconnect dir jetzt vom Server. Lass mich. Töte mich. Nein. Junge, jetzt bring mich um. Ich kann nicht weiterspielen. Junge. Ich kann dich nicht töten. Ich breche immer direkt zusammen, das bringt einfach nichts. Wir kriegen das hin. Nichts kriegen wir hin, ich bin so gut wie tot. Wir schaffen das. Ich war sowieso schon so gut wie tot. Wir schaffen das, Junge. Du darfst jetzt nicht verzweifeln. Alter, wenn du mich sehen würdest, wie ich alles sehen würde, dann würdest du mich umbringen. Junge, nein, ich kann dich nicht zum zweiten Lauf Mal... Lauf einfach zurück nach Elektro und dann bring mich jetzt um. Gib mir den Gnadenschuss in den Kopf. Warte, stell dich hin. Nein. Junge, stell dich hin. Dann knall ich dich ab. Gib mir den Gnadenschuss. Schick die Knarre aus dem aus der Hand. Warte. So. Warte. Nein, warte. Gib mir den Gnadenschuss los. Okay. Die Waffe nehmen. Zielen. Anlegen. Feuer. Guck du, wie du da liegst, Arsch nach oben. Ich bin gestorben wie ein Mann. Ja, Mann, wenigstens das. Mal sehen, was kann ich von dir noch alles mitnehmen? Alter, wie geil das war. So Hände nach oben und dann so Gnadenschuss in den Kopf. Boom. Dann so Waffe nehmen, zielen, anlegen, Feuer. Boom. Gott, Alter. Hey, ein Spoil von dir ist noch nicht bad. Ist noch nicht ruiniert. Was? Eine Sprite von dir ist noch nicht ruiniert. Boah, dann nimm sie dir. Mach ich gerade. Mist, die ganze Munition ist ruiniert. Ja, jetzt ja. Die SKS ist immer noch pristine. Junge, dein Helm ist, der Motorbike-Helm ist ruiniert. Fast alles von dir ist ruiniert. Oh, ich kann wieder sehen, jawohl. Ich nehm deine Schuhe mit. Die sind schick. Ich weiß, ich deine Handschuhe nehme ich auch mal mit. Okay, ich habe immer noch 78 Schüsse für die Sniper im Inventar. Oh, jetzt fängt der Server an abzukacken. Hol Alter, dir deine Mose und dann hast du... Hier liegt ein toter Typ auf der Straße, der wurde wahrscheinlich gerade erschossen. Toll. Gleich neben einem toten Typen spawnen. Schön, jetzt kann ich den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Hatte der vielleicht was dabei? Nee, leider nicht. Die Taschenlampe werfe ich weg. Und nimm die Batterie mit. Ich weiß nicht, du... Ja, super für den Defi. Ja, vorerst behalte ich die mal. Toll, Alter, ich bin... Alter, hier liegt noch ein toter Typ. Alter, der ist sogar ausgerüstet mit Wandersack und Basie und alles. Hammer. Hast du gleich ein paar Sachen. Junge, du siehst tote Menschen. Jetzt hab ich wieder meinen guten alten Wandersack. Hier liegt noch ein toter Typ. Alter, wen hat der dieserjenige alles abgeknallt? Hört sich irgendwie nach einem Sniper an, pass auf da. Der eine liegt so mit dem Kopf am Arsch vom anderen.
Du lachst auch, Junge, das war endgeil, als ich dich abgeknallt habe. Du stehst da so mit den Händen hinter Kopf, dann schieße ich so ein paar Mal auf deinen Körper, dann brichst du so nach vorne hin zusammen, Arsch nach oben. Was ist das hier für ein Massaker, Alter? Hauptsache liegen da so überall so tote Spieler rum. Schick ein Foto. Boah, Alter, die Folge ist jetzt aber auch zu Ende. Mach ein Foto von denen fürs Thumbnail. Hab ich. Okay, die Folge ist zu Ende. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ja, und dann werden wir uns vielleicht schon wiedersehen. Ciao, Leute.